Haben schon Mit Türen gefragt. kenne ich mich aus. Weil wenn ich die öffne, dann ist ja. Oh nein, ich sehe nichts. Okay, oben drauf. Mann, das Okay, das ist Mädchen sieht natürlich mal im ganz Creative kurz Modus gemacht. geschäder Das ist aus. natürlich. Baue ich mich halt erstmal mit dort hoch. Mach das. Ich muss jetzt erstmal kurz den Shader ausmachen. Viel Spaß. Oh nein, ich sehe nichts. Scheiße. Shader wieder an. Nee, ich muss. Erstens ja, zweitens. Okay, wie kriege ich das jetzt hier hin? Ich muss jetzt Nimm schnell halt oben eine von drauf. den Fackeln mit. Ah, so mache ich das. Interessant, dass das Falltüren Mach, was du sind. für richtig hältst. Ich mache gerade erstmal, was die Anleitung sagt. So, nehmen wir die hier mit, da sehe ich auch was. Vielleicht sollte ich doch den Weg mal ein bisschen erhellen. Okay. Oben noch eine Stufe drauf. Der Sack macht das im Creative-Modus an der Anleitung. Ist mein Scheiß, hier ist mein Scheiß. Okay, der ist unten gelandet. Verdammt. Es wird schon wieder Nacht. Ich gehe dann mal nach oben und ich bin tot. So kann man es abkürzen. Mir gehen langsam die Fackeln aus. Wir müssen mal ins Bett gehen, sonst wird es hier bei mir knifflig und Ich hier gehe jetzt niemand mein ist Zeug aufgehauen. holen. Verdammt mich. Okay, einfach weiter. Okay, jetzt hier eine. Ja, hat funktioniert. Ja, genau andersrum. Ich sollte hier vielleicht auch mal Fackeln aufstellen bei mir. Im dunklen Bauer. Wann macht ein Pieper Schaden, wenn man im Wasser steht? Okay, da noch eine Falltür ran. Sehr schön. Nee, falsch Okay, ich habe herum. zumindest einen kleinen Teil von meinem Zeug wieder. Ah, und da hinten ist Redstone. Das wollte ich ja. Nein, falsch rum. Skelett. Sag Bescheid, wenn du am Bett bist. Ich habe gerade das Skelett in die Lava geschubst. Wahrscheinlich ist da auch mein Zeug gelandet, aber. Nee, du wurdest von einem Skelett Ja, erschossen. ich habe das aber noch mit der Faust reingestoßen. Eine Verkehrtrümmer. Ach so, da kann ich ja vielleicht wieder den Trick benutzen. Nee, das So, soll und jetzt ist da das nur oberste so. Ziel, erstmal die ganze Scheiße in der Höhle hier unten ausleuchten. Wie hat das überlebt? Tja, ist halt schon tot. Ein Skelett. Wie ist das wieder aus der Lava rausgekommen? Tja, Lava-Schwimmkurs.
Cool, ich habe jetzt also gar nichts mehr und bin in der Höhle. Ist mir auch schon passiert. Ja, so habe ich hier eine sehr sinnvoll platzierte Wasserquelle. Gut, dass ich damit gedacht habe und den Eimer mit hatte. Oh nein, ich komme hier nicht mehr raus, oder? Scheiße. Muss ich doch die Fackel nehmen. Zwei Falltüren. Verarsch mich doch nicht. Ich habe doch keine Slabs im Inventar. Das ist ja asozial. Was? Jetzt baut der da Slabs hin, obwohl die nicht in der Anleitung stehen. Mensch. Mensch. Ich bin übrigens bei einem Bett. Ja, Mens steht oben auf dem Hügel. Ich brauche noch eine Ja, gut. Minute. Gib mir eine Du kannst doch Minute. einfach lassen. Du bist gerade nicht in der Gefahr von Monstern und ich gerade eigentlich auch nicht. Okay. Na, bist du jetzt im Gut, ich Bett? Ich bin jetzt im Bett. habe. Ja, gut, ich bin jetzt gerade wieder raus. Na toll. Ja, gut, ich kann auch kurz wieder zurück. Ich bin ja gerade hier oben Bin drüber. extra hochgerannt. Jetzt komm schlafen. Gut, also ich muss jetzt erstmal viele Fackeln machen. Tags baut sich's auch besser. Aber die Slabs, die war noch eindeutig für. Ich werde Für die jetzt die Überlastung. Innenausstattung gedacht, oder? Er weiß das schon. Steps kann man ganz leicht machen, oder? Die sind jetzt hier. Ja, die kriegst du schon hin. Fichtenholzstufe. Reaper. Mache ich mir noch ein paar Slabs. Au. Ich werde jetzt erstmal Holzkohle machen. Ich dachte, ich habe jetzt hier alles Material. Drei Snaps. Oh cool, ich habe einen Apfel. Na dann, guten Appetit. Bäume muss ich auch noch irgendwann abbauen. Ein Baum kann ja oben auf der Höhle draufstehen, aber steht ja ein halber Wald. So, Werkbank, die ist da unten. So, mach Schlepps draus. Wir gehen Schlepps nochmal. Drei Holz in der Reihe. Okay. Okay, sechs Slabs. Endlich eine Verwendung für die Türen, sehr gut. Dann brenne ich die mal. Bitte auch das richtige Holz. Natürlich nicht. Oh, ich habe hier noch Kohle drin. Mensch. Stimmt, ist das ja Fichtenholz, womit ich hier baue, oder? Okay, hat jemand Fichtenholz? Gute Nachrichten, ich habe Kohle gefunden in meinem Ofen. Hurra! Ich habe noch welche in meinem Ofen. Weg mit dem Eichenholz. Das ist eine Fichte, oder? Hast du nicht Fichten gepflanzt gehabt? Ja, weil ich sehr viel Fichtenholz brauchte. Und ich auch wieder abgebaut, weil ich das Holz brauchte. So, ein Stack Fackeln, über ein Stack Fackeln und dann mache ich mir noch eine Spitzhacke. Und dann wird die Höhle erstmal abgebaut. Okay, sehr gut. Vor allem Und gut Fichtensitzling. ausgeleuchtet.
So, noch Schlepp. Fichtenholzbretter. Warum sollte ich mal anfangen, hier Und auszurichten? Schlepp. Sonst gibt das nur Probleme. Hier hast du Ja, deine ist gut. Schlepps. Vielleicht kann ich mich aufspawnen. Allgemein auch Stufen genannt. Nein, das halte ich für ein Gerücht. So, hier kommen zwei hin, da kommen zwei hin. Ich baue mich wieder hoch. Okay, ich komme noch eine hin. Okay. Bin gerade durch eine Okay, da ist Falltür eine Stadt, das gefallen. hätte ich ganz gern. Heißt, ich baue jetzt erstmal ein bisschen Stein ab und baue mich da hoch. Reichen drei Steine? Drei Steine reichen. Muss ich mit Okay, Kiesel ducken war das, benutzen? oder? Hm? So nicht. Jetzt muss ich ein Slab auf eine Falltür drauf bauen. Geht das Ja, noch gleich? mit Ducken. Nochmal ducken. Nee, da baut das drüber. Muss es direkt draufsetzen? Direkt auf die Falltür oben drauf, Dann damit versuch sie sich mal auf den öffnet. Block über der Falltür das Ding zu setzen. Und zwar an die untere Kante. What? Ich weiß nicht, ob. Der Zombie hat sich gerade selbst umgebracht. Nee, das öffnet die Falltür. Mit Shift. Na, der Block ist ja nicht. Und ein Creeper hat gerade einen Zombie Es getötet. geht Sehr nicht, weil daneben schön. eine Treppe ist und. Hat Uff. der Typ irgendwelche Mods benutzt, zufällig? Das ist ja auch die falsche. So, ja, genau hier hin. Okay. Beginne gerade mit dem Ausleuchten der Mine. Seufz. Hier ist sehr viel Eisen. Und damit meine ich vier ganze Blöcke. Mensch. Fünf. Sechs. Und das war's. Sieben. Sehr schön, das hat geklappt. Und sieben Eisen sind hier. Und der Zombie sollte definitiv nicht so nah an der Klippe existieren. Oh, das war, glaube ich, der, der gerade runtergefallen ist. Nice. Au. Was? Hast du Mitleid mit dem Zombie oder was? Nee, ich falle hier ständig runter. Ich falle durch die Falltüren durch. Ich habe ein Haus aus Falltüren gebaut. Ich kenne den Schmerz. So. Das ist ein sehr schönes Höhlensystem hier. Ah, oh, okay, das ist ein Rundgang. Mensch. Habe ich gar nicht Ich baue gemerkt. ja auch gerade Eisen. gefühlt ein Haus aus Falltüren. Geduckt vielleicht. Ja, sehr schön. Okay, ich nehme noch ein bisschen Au. Stein mit, dann baue ich mir eine Minenbasis noch unten hin. So sieht es zumindest im Video aus. Sehr Crafting schön. Table könnte ich brauchen. Habe ich Holz dabei? Nein, habe ich natürlich nicht. Warum tötet sich hier alles selbst? Da noch eine Falltür vor. Okay. Tue mal das Zeug hoch und hole noch ein bisschen Holz. Das Wasser ist wirklich sehr gut gelaufen. War eine sehr gute Ich muss mir Idee. mal deine Videos angucken, die du dann hochlädst. Ach, du meinst die, bei denen ich jetzt mittlerweile zu faul bin zum Schneiden und einfach Videos mit dem Titel. Einen Titel? Servus. Wow. Ich Der glaube, Prof hat der eine Server Nachricht wird gerade geschrieben. gewartet. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Nee, Prof hat was geschrieben. Ich weiß.
Wieso wird er sauber gewartet? Ja, keine Ahnung, er guckt wahrscheinlich gerade was nach. Kann uns doch egal sein. Vielleicht erschlägt er dich ja gleich mit dem Blitz. Das war nicht so gut. Sollte ich tun? Ach ja, ich wollte Eisen brennen und Holz mitnehmen. Nehmen wir mal das Dschungelholz mit. So So, ich genau baue so war das unten direkt gewollt. alles aus. Sehr schön. Machen wir mit den Treppen weiter. Mach das. Ich baue in der Zeit unten meine Mine aus. Das war eine zu viel. Das brauche ich jetzt eigentlich Ich gerade muss das nicht. Video mal ein bisschen langsamer stellen. Der macht das so schnell. Doch, Die Eisen brauche ich Bauschritte, die noch und macht dafür heute den hier. Tisch. Ich hoffe, es schafft alles stabil. Läuft. Warum baue ich jetzt gerade Fackeln? Ich habe mehr als genug Fackeln. Und der zweite bei mir im Streamchat, der fragt, ob er mitspielen kann. Wer ist es diesmal? Moment, ich gucke nach. Ich habe deinen Stream offen. Das war Babo 123. Hi, kann ich mitzocken? Nein, privater Server. Schreibe das mir gleich auf dem Screen fest drauf. Einfach groß im Bild. Ein Übrigens, Kapitelchen. du hattest mich ja mal gefragt, warum ich das hier nicht streame. Der Grund, den hast du gerade. Ich habe einmal Kapitelchen gesehen, auf es dem macht Minecraft Bildschirm. Stream. Stream nicht Privatserver. Nicht Das ist so Stream witzig. Das Privatserver. machen doch die ganzen großen Leute auch. Ja. Warte mal kurz, ich schreibe es in den Titel. Nix mitspielen, Server privat. Nichts. Oh nein. Ich wollte hier sowieso hin. Minecraft Anno 2.0 geschweifte Klammer. Ich habe Gold gefunden. Ich bin auf Gold gestoßen. Nix mit Spielen. Wer ist eigentlich die Ausrufezeichen. nächste Basis auf der Ebene, würde ich sagen. Wo platziere ich das denn sehr dekorativ? Na, dann baue ich hier die Wand zu, dann mache ich hier. Baue ich hier hinten was? Nein, hier hinten. Baue ich nichts, hier ist der Durchgang. Dann ist doch hier sehr dekorativ. Okay. Warum mache ich das hier? Ich weiß es nicht, ich bin dumm. So, Kanal Titelbeschreibung aktualisiert. Jetzt steht es auch im Titel. So, hast du gerade ein Bett bei dir? Ich habe gerade kein Bett dabei, weil ich baue gerade eine Untergrundbasis. Seufz. Womit ich meine, ich baue gerade Beim Bauen ist das Dschungelholz halt ein in bisschen scheiße. eine Höhle. Ich kann nachts nicht so wirklich bauen. Okay, muss ich hier noch Dann sieht man alles nicht so viel. gut ausleuchten? Kannst du hier mal ein Bett mit runternehmen? Potenziell könnte ich das Genau. bestimmt. Kann es nicht ausschließen, dass das möglich ist. Könnte ich da mal. Könnte ich besser bauen hier? So. So, jetzt verkehrt herum dran. Genau so. Okay, Minibasis wurde platziert. Ja, Heißt, du ich hast will jetzt ein nicht Bett mal bei den dir. Aufzug nach oben. Das ist echt cool mit den Ebenen hier. Ich glaube, das behalte ich bei. Ah, Da jetzt ist so kommt ein Glockenstück durch. das Fenster gegenüber. Eins dazwischen. Ah, und ich sehe gerade im Stream, hey, wer hätte gedacht, derjenige, der gefragt hat, kann ich mitspielen, ist wieder weg. Ja, was sonst? Ah, ich liebe es. So, Eisen, ich wollte Eisenspitzhacken machen.
Das reicht. Steht jetzt aber im Titel, also wenn noch jemand fragt, dann. Dann sagst du einfach nur, lernen lesen. Nee, da sag ich, da antworte ich jetzt gar nichts mehr drauf. Ach du scheiß Zombie. Können wir mal schlafen Ja, gehen, das. bitte? Ich habe hier Ich wollte wertvolles gerade, Zeugs mit ich habe dabei. gerade eine Kiste für wertvolle Dinge Ich habe hier gekauft. wertvolles Zeug im Inventar. Ich darf hier nicht drauf Du gehen. bist auch gerade bei dir zu Hause. Ja, gut, aber trotzdem. Du kommst da innerhalb von 10 Sekunden wieder hin. Ich werde jetzt Gold sammeln. Nimm Bett mit runter. Ich bin noch unten, ich bin nie nach oben gegangen. Geh hoch und hol dir ein Bett. Und dann gib mir Fackeln. Ich habe hier sehr viel Ruhe vor Monstern gerade. 1, 0, Schön, freut mich für dich. 4. Ich habe 5 Gold, die ich gleich mal backen werde. So. Gut, dann baue ich mal die Basis hier aus. Das Dschungelholz kommt ganz gut. Sehr Das heißt, ich muss schön. die Wände auskleiden. Ich muss hier die Decken ein bisschen begraben. Das hier gefällt mir eigentlich ganz gut. Dass man hier noch runter kann. Und hier. Andererseits habe ich hier quasi einen Aufzug. Da brauchen wir erstmal den Bruchstein, würde ich sagen. Oh, meine Playlist ist seit einiger Zeit Ja, gemutet. ich weiß, ich habe dich nur nicht darauf hingewiesen. War bei mir auch so. Wieso hast du mich nicht darauf hingewiesen? Dafür ist dein Stream-Chat da. Ja. Außerdem wollte ich unbedingt, dass jemand den Kommentar schreibt, mach mal Musik an. Nö, die fragen nur, ob sie mitspielen können. Nachdem es im Titel steht. Schon wieder? Nee, noch nicht, aber es wird noch Kommt noch. kommen. Ich wette mit dir. Und wie viel wollen wir wetten? Ich wette nicht, wenn ich weiß, dass ich verliere. So, dann packen wir Ja. hier noch eine Fackel ran. Es ist nicht schön, aber es ist funktional. Ein Falltür. Oh, hier ist Kohle. Ja, das hier kann ich wegmachen. Okay, da eine Falltür. Eigentlich nur gespiegelt wie drüben. Das ist also, müsste ich schon wissen. Mache ich dann hier dicht, würde ich sagen. Wobei dicht nicht, ich mache hier so einen Rand, damit man nicht runterfällt und damit das, was jetzt gerade passiert, und damit das weiter passiert, was jetzt gerade passiert ist. Hier bringen sich andauernd Monster um. Suizidmonster. Ja, spring einfach ins, die springen ins Nichts. Falsche Tür. So. So kommt man hoch. Genau andersrum. Kann alles beobachten, aber nicht mehr rausfallen. Okay, genau so soll es. Ja, aber da muss man schon sehr blöd sein, wenn man hier durchfällt. Platzieren wir noch eine Fackel hier, Also dann ich weiß werde ich, dass ich hier durchfallen. durch bin. Sagen wir Dann so, ich halte ich besser wette. von meiner Mine fern. So, Fackel ist auch keine gute Idee, wenn ich dauernd in der Hand habe, weil ich dann nicht weiß, wo ausgeleuchtet ist und wo nicht. Hier ist noch ein bisschen sehr dunkel. Ich falle halt einfach durch jedes Loch, wo was noch dämlich ist. Das ist halt Okay, wenn man es hier schafft zu spawnen, dann ist Idiotentest. man schon sehr gut. Ich führe nur mit mir mal den Idiotentest durch. Nee, du hast noch gar keinen Führerschein. Stimmt. Sieht nicht gut aus, aber es ist eine solide Untergrundbasis hier. Ich habe mal letztens hier von Pete's Meets gesehen, Die Führerscheintests. wo Jay den Idiotentest gemacht hat und Ach, durchgefallen den Idiotentest, ja. ist. Im Video. Auch schön. Was sagt das wohl über den Mann ohne Haare? Wenn du im Video den Idiotentest machst und durchfällst. Sehr schön. Ich glaube, jetzt dürfen wir ihn offiziell Idiot nennen. Tja. Du weißt nicht, was rauskäme, wenn du den machen würdest. Doch, weil ich den mitgemacht habe. Ich habe jede einzelne Frage davon gewusst, weil ich jede einzelne davon schon mindestens einmal gehört habe.
Ja. Aber peinlich im Video. Ist schon ein bisschen. Ja, nee, es war doch darauf ausgelegt, zu versagen. Ja. Man wusste das Ergebnis doch vorher schon. Okay, und hier kann ich mal Aber nicht mehr. es ist auch wirklich interessant, wenn du mal siehst, hier gibt es ja auch auf YouTube einige YouTuber, die Tests aus der 5. Klasse oder aus der 4., aus der Grundschule machen irgendwie und dann. Und wenn du Kannst siehst, mal was so in der fragen. 5. Klasse dran war, irgendwie eine einfache Bruchrechnung und so weiter, und dann sagst, meine Güte, ich bin schon seit 3, 4 Jahren aus der Schule raus, das ist jetzt ja meine Fresse. Natürlich weiß ich das nicht mehr. Man merkt, Ah, so geht das. wie viel von dem Schulstoff nicht hängen bleibt. Alles. Es bleibt allgemein nie irgendwas von der Schule hängen. Ich habe doch was hier, ich glaube letztes Jahr war das irgendwie da, nee, das war 2019, als es um die Diskussion ging, da war doch irgendwie wegen Abi wurde da diskutiert, weil die Schüler gesagt haben, das Abi sei zu hart gewesen für sie. Ja. Da haben das mal Doktoren ausprobiert, haben sich mal Doktoren an dem Abi probiert und sind daran gescheitert. Also da sind promovierte Doktoren und Professoren dran, Mathematikprofessoren dran gescheitert an dem Abitur. Weißt du, was mich gewundert hätte? Was mich nicht gewundert hätte? Wenn einfach beschlossen worden wäre, nein, das Abi wird so durchgezogen und sie verlieren alle ihren Doktortitel. Ja. Es hätte mich nicht gewundert. Das beweist doch einfach mal, wie das Schulsystem aufgebaut ist, wenn Ja, selbst du der lernst, du kommst aus, du vergisst. Mathematikprofessor das nicht gebacken kriegt, dann weißt du, dass das. Da kannst du wohl sagen, dass das zu schwer ist. Kann man das wohl. Ich habe jetzt übrigens hier einen Luftschacht gebaut, durch den man nur mit einem Block größer durchkommt. Ah, okay. Also, falls du das mal ausprobieren willst, das Feature. Sicher für mich. Ja, sehr sicher. Muss dich nur hinstellen und die Falltür drücken. Nee, ich habe gerade anderes zu tun. Ich baue hier gerade ein Ja, Haus. ich baue hier gerade schön. Das ist Ah, gut. schön. Ich baue hier gerade. So, den Eingang habe ich schon. Und wenn du mal gucken willst, sieht hübsch aus. Ja, nee, ich packe mir jetzt Fackeln in die Schildhand und werde jetzt Redstone abbauen gehen. Genau, eine Tür rein und ein Eingang. Aber ja. Ich gehe runter und hier ist tot. Ich gehe runter und es ist tot. Hilfe. Was, der Tod ist bei dir? Schöne Grüße Immer. von mir. Oh Gott. Ich habe Essen dabei. Jetzt kommt zum Punkt. Was mache ich jetzt hier weiter? Okay, da noch eine Falltür hin. Würden Sie bitte hier durchkommen? Jo, Skelett ist tot. Ah, Mann, das funktioniert besser als es sollte. Modi, Jo. du bist ja noch Mod bei mir im Stream. Wenn Hey, muss ich jemand, bannen. wenn jemand, wenn einfach jeder, der jetzt reinkommt und schreibt, ob er mitzocken kann, der wird jetzt einfach ohne Bedingungen erst wird gebannt. Wir können dann später nochmal darüber diskutieren, wir können dann später nochmal, Ah, ich bann ihn nicht, ich timeoute einfach. man kann ja auf Twitch auch Bannenfreistellungs Anfragen sch schicken. So ist es ja nicht. Also kann So man dann relevant darüber bist du reden. nicht. Dass da irgendwer sich beschweren würde, so relevant bist du nicht. Ja, aber wer jetzt noch frei, es steht im Großbuchstaben im Chat, im Stream. Hier ist eine gefährliche Stelle. Also, wenn wer jetzt noch fragt, ob man mitzocken kann, der wird aufgrund von Dämlichkeit. Sie wurden gebannt. Warum? Sie sind dumm. Okay, hier ist eine Spinne an der Decke. Hi. Na toll, jetzt hat es angefangen zu regnen. Sie wurden gebannt wegen Regen.
Hi. Okay. Jetzt ist die Frage, bringe ich die Spinne um oder sie mich? Oh, die tut okay, gar nichts. Jetzt muss ich eine Laterne an eine Falltür ranhängen. Auch wieder mit Ducken, oder? Ach ja, mit Ducken. Sehr schön. Immer mit Ducken. So, ich sammle erstmal viel Eis. Sehr schön, jetzt habe ich auch ein bisschen Licht.